Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat. Hallo. Guten Abend. Kennen wir uns? Ich kenne wahrscheinlich deine Stimme, aber ich glaube nicht, also direkt nicht. Achso, du hast ja schon mal den Podcast gehört, nehme ich mal an. Ja, seit Anfang bin ich dabei. Also als Lauscher. Ah, cool. Ich habe noch keinen Podcast gehört, wenn ich ehrlich bin. Also kaum einen, außer jetzt die letzten Male, vielleicht ab und zu mal kurz reingehört, aber ich komme irgendwie zu nichts. Aber da habe ich auch noch ein paar Sachen vor mir, würde ich sagen. Ne? Über 200 Folgen und so. Ja, da ist wirklich einige fette Brocken. Ja, doch. Genau. Das ist halt sehr hörbar. Hörenswert. Das habe ich auch gehört, genau. Das ist irgendwann mal zwischendurch mal, glaube ich, beginnen. Also bist du seit der allerersten Folge dabei? Naja, 2, 3, da war ich dann schon als Hörer schon aktiv dabei und habe besuche auch ab und zu mal die Location und hilft der ganzen Sache auch ein bisschen mit Geld. Das ist äußerst, die haben echt verdient. Die reißen sich wirklich ihr Rektum auf. Ja, und ich genauso. Ja, finde ich gut, dass du die auch unterstützt. Ich versuche auch mein Bestes. Ja, schön, dass du auch dabei bist, diesmal auch mal auf der anderen Seite als aktiver Stammtisch-Gast oder wie man das nennen mag. Ist ja auch mal schön, wenn man neue Leute hat, mit denen man sprechen kann. Ne? Ich meine, wir erzählen ja gefühlt immer das Gleiche, aber ist natürlich nicht so, aber man wiederholt sich wahrscheinlich doch ab und zu mal an einigen Stellen, aber das ist immer ganz gut, wenn man auch mal wieder eine andere Perspektive sieht und hört. Deswegen, freut mich, dass du dich auch mal reingetraut hast. Warst du schon mal dabei oder ist das allererste Mal? Beim Stammtisch, da bin ich ab und zu mal dabei. Beim Videostammtisch bin ich etwas häufiger dabei. Allerdings nicht als aktiver Spieler, sondern als bekannter Einwerfer von irgendwelchen meistens zweideutigen oder mehrdeutigen Sachen. Okay. Ja. Also Jungbrunner ist da recht bekannt. Ah ja, okay, muss ich mal schauen. Halte ich mal die Augen auf beim nächsten Mal, wenn irgendwelche interessanten Kommentare kommen. Und selber als Spieler oder als aktiver Computernutzer, wie läuft es, wie hat sich das bei dir so entwickelt in deinem Verlauf, Lebensverlauf? In meinem Verlauf jetzt, wie genau? Ich zum Beispiel hatte... Ich komme aus der DDR und mein erster Rechner war ein Amiga. Danach war dann irgendwann mal, nach 5 Jahren Pause danach, also nach dem Amiga verkauft, hatte ich mir dann einen Laptop gekauft und überhaupt keinen Kontakt zu jeglichen Konsolen. Und spiele ein paar Rollenspiele oder auch ein bisschen Knobelspiele. Und also das geht, fand ich ganz toll. Fallout 4, wie das bei dir so oder wie war das bei dir bis jetzt? Ja, also ich habe ja seit dem C116 bin ich dabei, im Commodore 116, mit Datasette damals noch. Also war auch noch glücklicherweise die guten alten Zeiten erlebt, wo man noch auf den Tapes, die Audiotapes auch Daten speichern konnte, beziehungsweise laden konnte. Und bin dann gewechselt auf den C64, also Commodore C64. Und dann auch relativ schnell dann auf den Amiga, also Commodore Amiga 500. Und von da aus dann natürlich, das heißt natürlich, aber wie viele auch an dem Zeitraum dann auf PC umgestiegen. Und natürlich auch alles in der Form mitgemacht von den ganzen Point-and-Click-Adventuren von Lucas Film Games. Die ich auch viel gespielt hatte und alle möglichen Shooter auch, die es damals ja schon gab. Fighting Games waren auch ein paar dabei.
Und ja, auf jeden Fall auch viele Flugsimulationen. Ich bin auch ein großer Flugsimulationsfan, seitdem ich Falcon F-16 und wie das andere Teil nochmal, Interceptor F-18 gesehen habe auf dem damals auf dem Amiga, war ich natürlich hin und weg, das was alles möglich ist und dann auf PC natürlich auch. Und der Grund, warum ich mir einen PC geholt habe, war auch der damals, weil ich auch Space Fighting Fan bin oder auch generell Sci-Fi Fan bin, dass es dann Wing Commander gab und dann war es um mich geschehen und da musste ich mir natürlich unbedingt einen PC holen, um damit da oder darauf auch damals Wing Commander spielen zu können. Ich glaube, die Amiga-Version kam auch erst später raus dafür. Und ja, und dann ging das so weiter bis heute, ne, teilweise parallel natürlich dann auch die Konsolen von damals, also Handheld hatte ich eigentlich nie so das Geld für gehabt oder übrig gehabt, will mir aber unbedingt nochmal jetzt einen Gameboy holen, weil ich schon früher damals auf dem allerersten Gameboy Tetris und Mario gespielt hatte und irgendwie jetzt wieder Nostalgie verspüre, da dieses Spiel auch mal wieder zu spielen auf so einem Gerät. Genau, und natürlich alle anderen Geräte, die ich auch nicht besessen habe, wie Game Gear oder Lynx, die will ich mir auch mal irgendwann nochmal holen, die Handhelds. Und spiele auch mit dem Gedanken, mir jetzt auch nochmal demnächst die anderen Konsolen zu holen, die ich nie mir leisten konnte oder haben konnte. Also ich habe dann mit PlayStation angefangen oder na, davor Super NES auch schon mal gehabt, natürlich, oder N64. Und dann kam halt PlayStation. Also ich habe mal parallel sozusagen auf zwei Schienen sozusagen mich weiterentwickelt in der Form. Einmal auf Computer, Homecomputer, Computer und dann aber auch natürlich auf Konsolen, wo man ja auch im Freundeskreis natürlich dann immer da mitreden wollte, aber auch mitspielen wollte. Ein paar Freunde hatten sich damals noch einen Saturn besorgt. Da habe ich auch Panzer Dragoon mal gespielt, das ich auch toll fand. Und natürlich Sega Rally. Auch großer Fan von dem allerersten Automaten bin, der da rauskam. Und dann natürlich die Adaption auf dem Sega Saturn. Auch das Gerät habe ich nie besessen, aber wenn ich auch überlegen, ob ich mal irgendwann mal so ein Ding nochmal hole, das gleiche wie im 3DO ja auch, das war auch ein schönes Gerät. Und GameCube habe ich auch nie besessen und da gab es jetzt auch ein paar schöne Spiele, die ich ja auf dem im Retro-Spiele-Club mal gespielt habe. Und dann denkt man so, ja, das sind so Zeiten, die man da verpasst hat oder versäumt hat, aber natürlich habe ich dann die anderen Sachen miterlebt, also wie gesagt, dann auch die ganze PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, ne? Die machen wir mal durchnummeriert, die Xbox von der allerersten Xbox bis jetzt zur neuesten Xbox natürlich auch, um dann die entsprechenden Spiele spielen zu können. Ja, ist eine Menge passiert, ne? Wenn man so überlegt, was man so alles mal gespielt hat und was man besessen hat. Und natürlich im Virtual Reality-Bereich auch, habe ich auch vor über 10 Jahren angefangen mit den ersten VR-Brillen und immer upgegradet. Bin natürlich auch Entwickler in dem Bereich. Ich habe mich selbst in dem Bereich Indie-Spielentwicklung dann weiterentwickelt, weil ich da unbedingt auch mal mehr Videospiele machen wollte, selber entwickeln wollte und bin da auch mal noch dabei. Arbeite aber auch viel in dem Bereich Metaverse und Digital Twins und VR-Trainingssimulationen mit Kunden zusammen. Ne? Aber es ist halt so ein bisschen so ein, ja, wie soll man sagen, es ist es verschwimmt so ein bisschen, ne? Man hat ja auf der einen Seite Spiele und auf der anderen Seite halt die Simulation. Und da sind ja auch viele Gamification-Elemente mit dabei. Genau, so, das ist so mein grober Werdegang in dem Bezug. Aber habe ja auch jetzt mir einen Virtual Boy geholt, letztens, als ich in New York war, ja, und in so einem Retro-Laden die Box gesehen habe, die noch sehr guten Zustand war und auch der Inhalt. Und da ich ja auch damals mal Kontakt hatte mit dem Virtual Boy und das Ganze ganz toll fand, ich finde es immer noch klasse, das Ding. Und was diese stereoskopischen Effekte finde ich immer noch spitze, nach wie vor. Und damals kam das ja nie nach Europa raus, aber man hat ja auch schon trotzdem damit zu tun gehabt. Und da hatten wir ja auch ja, so ein Podcast drüber abgehalten und das ist auch ein Zweiteiler, weil wir so viel erzählt haben und das hat dann der Patrick wohl auf zwei Teile aufgeteilt und da wollte ich ja auch irgendwann mal, wenn mal wieder Zeit ist, ein paar der Spiele, die ich mir dazu geholt hatte, auch mal ein bisschen intensiver testen und ein bisschen mehr Feedback geben, was ich von diesen Spielen halte. Das ist auch noch so mal
so eine Aufgabe, die jetzt noch auf mich zukommt, wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit habe. Im Moment ist leider landunter, was die Arbeit angeht, aber ich gönne mir mal eine Auszeit hier am Stammtisch und ja, und tausche mich gern aus mit anderen Leuten. Genau. Jetzt habe ich genug erzählt. Jetzt bist du wieder dran. Das stimmt. Jo, also könnt ihr mir mal ungefähr die Zeiten geben? Wann hatte ich denn einen 116er oder einen T64er? Wann bist du umgestiegen? Ich hatte meiner Mega, hatte ich um 91 mehr gekauft. Und vorher hatte ich nur, ich glaube, das musste 88 gewesen sein, hatte ich mit dem KC85 in der Schule was arbeiten können. Also nicht arbeiten können, sondern da haben wir dann ein bisschen geschrieben, so Basic. Und haben dann mit binomischen Formeln den Rechner bis zum Bersten überfordert. Jo, das war meine ersten Berührungspunkte. Hast ja ein sehr gutes Gedächtnis. Ich muss ehrlich zugeben, bei mir ist alles ein bisschen verschwommen. Ich müsste jetzt mal wieder, da war ich, habe ich auch schon angefangen, so eine Zeitleiste zu erstellen, auf Wunsch von Patrick auch ein bisschen, auch bezüglich der der Virtual Reality Sachen, die ich dann auch vorgetragen hatte und um auch und auch das, was ich in auch mit den Leuten, mit denen ich die getroffen hatte und interviewt hatte, auch in verschiedenen Themen in der Videospielbranche. Das habe ich jetzt schon mal so angefangen, aber so ganz zurück in die Zeit, jetzt in den 80ern, bin ich jetzt noch nicht so ganz, oder habe ich das noch nicht ganz aufgearbeitet, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe jetzt mal angefangen, in diese Quellekataloge zu schauen. Ich habe jetzt einen Quellekatalog von 1980 gefunden, den jemand gescannt hat als E-Book. Und da habe ich ein bisschen durchgeblättert und da kamen wieder, da kam natürlich diese Trigger, da gab es dann auch schon den C64. Also es muss auch diese Zeit Anfang der ne, die 80er gewesen sein. Ich glaube, der C116 kam ja zuerst raus. Ich muss jetzt echt nochmal die Zeitleiste mir nochmal so ordentlich visuell aufzeichnen und dann alles da nochmal genau eintragen. Dann habe ich das auch wieder. Auch die genauen Zeiten wahrscheinlich so. Das wäre auf jeden Fall auch mal spannend, wieder mal sowas sich damit zu beschäftigen, nur da kam ich jetzt auch nicht dazu. Genau, aber ja, so im grob wird das wohl die Zeit gewesen sein. Aber ich muss mal gucken, wann. Weil war ja auch irgendwann der Amiga 500 dann in aller Munde und dann war das mit dem C64 auch relativ schnell, hat sich das erledigt. Ich weiß nur, ich hatte nicht den Brotkasten, also den allerersten hatte ich nicht. Das muss die zweite Version oder Generation gewesen sein. Da müsste ich nochmal nachschauen. Gut, dann machen wir ein Rahmenprogramm. Ich bin 77 geschlüpft. Und du? 76. Hätten wir fast eine Fahrgemeinschaft machen können. Was denn bitte? Hätten wir fast eine Fahrgemeinschaft machen können. Ja, genau. Ja, auch sehr Ende 76, also Dezember, also es ist halt auch tendenziell eher 77, ne, so gesehen. Gerade so eben. Du hast ja gesagt, dass du ganz, ganz viele Konsolen zumindest angespielt hast, ob du die gekauft hast, weiß ich nicht. PlayStation und so ein Kram. Und ich habe zum Beispiel zum allerersten Mal in der Location im Hamburg Raum, habe ich zum allerersten Mal ein Master System angefasst, 3D. Und auch beim Mega Drive war ich ziemlich enttäuscht, dass da keine CD drin war. Also überhaupt, die ganzen Konsolen, die habe ich da zum ersten Mal richtig persönlich anspielen können, fand ich ganz toll. Ich habe mir vor einem halben Jahr so ein Handheld gekauft, so ein Multiteil. Das hat bloß eine Bilddiagonale von, ja, ich denke mal, 12 cm oder so in den Dreh. Und da sind Family Computer, da sind 800 Spiele Family Computer, Super Famicom über 1000 Spiele, Mega Drive über 900 Spiele, Game Boy über 1000 Spiele, Game Boy Color, Game Boy Advanced sind da auch jeweils immer 1000 Spiele drin. Und ja, das ist alles ganz schön und gut. Und so kann ich auch mal ein paar Konsolenspiele, die in den vielen verschiedenen Kompott-Podcasts angesprochen wurden oder ganz, ganz gelobt wurden, kann ich jetzt hier mal nachholen. Es war ganz mickrig und mit einem Steuerkreuz und mit einem ganz kleinen Mikro-Joystick. Aber ich kann es grundsätzlich erstmal anspielen. Finde ich gut. Auf jeden Fall. Ich bin auch, also ich habe jetzt auch, weiß gar nicht mehr, wie das Ding heißt, aber auch mal so ein Retro All-in-One
quasi besorgt, auch so ein Tisch, ein Arcade-Tisch, wo man so ein Table, glaube ich, nee, also wie heißt das Ding nochmal, doch so ein Cocktail- oder Coffee-Table, Arcade-Table heißen die, wo dann auch relativ viele Spiele drauf sind. Und das ist schon toll, da mal wieder alles spielen zu können. Ne? Hallo, wir haben noch einen Neuzugang. Christian ist da. Hallo zusammen. Hallo, bei diesem Handheld-Ding, da gibt es viele Sachen, zum Beispiel Real Ghostbusters und sowas und hier und Scratchy, kann man alles spielen. Aber was mich so richtig gecatcht hat, ist Voxel, Blockout. Blockout ist die Tetris 3D von oben, Tetris an sich, ja, und eigentlich den Rest spiele ich gar nicht. Das ist, hast du schon mal Voxel gespielt auf dem Gameboy? Voxel heißt das? Mal Ja, nachschauen. Voxle. Du hast ein Areal, ein Areal und musst Kisten schieben, auf das Kisten auf speziellen Punkten sind. Du kannst dann die immer bloß einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach, also immer was da vorne ist, schieben. Du musst also dahinter stehen und kannst nur eine Kiste schieben. Hört sich zwar sehr, sehr, sehr simpel an und ist auch wirklich einfachste Mechanik, aber das macht viel Freude. So 120, 100, 130 Level gibt es. Ich bin irgendwie jetzt gerade in den 50ern. Das macht richtig Bock, wenn man diese Knubbelei mag. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich eine Menge Level, aber kann mich jetzt gar nicht so richtig dran erinnern, aber auf jeden Fall ein interessantes Spiel, ja. Dann spielst du hast du irgendeine Sache, zum Beispiel, bist du mehr ein Rennspieler oder mehr ein Story-Spieler? Ah, schwer zu sagen, ich bin da schwer irgendwo rein zu, in die Kategorie reinzupacken, glaube ich mal. Von allem etwas, wenn mich was interessiert oder auch je nachdem, schaue ich mir das mal an. Ab und zu habe ich auch schon Rennspiele gespielt. Früher auch die, also von natürlich die ganz alten Dinger. Ich bin gerade wieder irgendwie auf, dadurch, dass ich letztes Wochenende auf der Amiga-Messe war, also Amiga 38, bin ich wieder voll im Retro-Fieber, so von den ganzen Amiga Spielen, die ich damals gespielt habe, und mit Supercars zum Beispiel, mehr so ein Top-Down-Rennen, aber auch quasi ein bisschen Ballern und so weiter. Das war ganz lustig. Und dann gab es auch noch Lotus Esprit. Ne? Das war ja so ein Outrun-Klon quasi von Gremlin. Das war auch toll. Solche Sachen halt, ne? Da bin ich jetzt wieder, also auf die, wenn man zum Thema Racing geht, aber ich war natürlich, wie gesagt, auch Flugsimulationsfan und Action-Fan. Also Shadow of the Beast habe ich mir jetzt eine Collector's Edition besorgt, die da einmalig rumlag, mit einem T-Shirt noch drin, das da noch drin liegt. Haben auch damals gespielt, also wirklich durch die Bank weg, alles, was so irgendwie interessant war. Deswegen schwierig da jetzt genremäßig da das irgendwie zu festigen. Aber ich glaube, die meisten Spiele, die ich mir damals gekauft hatte, auch waren wirklich Flugsimulationen, weil die hatten so schöne, fette Handbücher, die hat sich auch gelohnt, da nochmal durchzustöbern, bevor man so ein Flugzeug fliegen konnte, wie gesagt, F-15, ja, 15 Armstrong Eagle, F-18, F-16, A-10 und so weiter, ja. Also das fand ich auch immer ganz ein Highlight, wenn man mal so ein Flugzeug bedienen konnte, ja. Ja, das war am Rande. Aber ja, also wie gesagt, durch die Bank weg. Also es viele Spiele, die ich halt auch angespielt habe. Deswegen ist das ja das Problem. Ich habe so viele Interessen, was das angeht, dass ich dann wirklich ziemlich viele Retro-Spiele auch gekauft hatte. Ganz, ganz ja wieder mal anderen Kollegen fragen, hier Patrick und Robin, da haben wir uns auch viel unterhalten mit über die ganzen Spiele, die ich da auch dann wieder mal kaufen musste. Weil das geht ja nicht anders noch. Also beim Amiga, ich habe mir den Amiga gekauft, da gab es den Kick-Off 2 und den F-18 Interceptor gab es dazu. Den Interceptor habe ich mal wirklich mal ein paar Stunden lang versucht, aber irgendwie, da fehlt mir einfach die Geschichte. Das ist dieses, ja, hinterherfliegen, schlechte Rakete ausweichen, sowas, alles gut und schön, das ist 3D mal da dargestellt, aber bei der Darstellung finde ich doch Stunt Car Racer wesentlich ansprechender für mich. Und Ja. bei den Rennspielen fand ich einen Stunt Car Racer und dieses Vroom fand ich mitreißend. Stimmt, ja, Stunt Car Race habe ich auch damals gespielt. Vroom, glaube ich, nur kurz.
Auch irgendwie F1-Spieler gespielt, hat meinen Grand Prix und so und zu. Und da war noch irgendwas, was mir gerade eingefallen ist, also jetzt wieder entfallen ist. Aus so dem Racing-Bereich. Ja, so Street Rod fand ich auch ganz toll. Weiß gar nicht warum. Ich eigentlich gar nicht so der Auto-Fan bin. Also nicht so im großen Stil, aber so an Autos rumschrauben und dann Rennen fahren. Also beziehungsweise, ja doch, glaube ich, es waren überwiegend Rennen. Das war auch ganz interessant. Diese alten Oldtimer waren das damals, wenn man dann so zusammenschrauben musste. Fällt mir gerade so ein. Ja, gibt's einige schöne Sachen damals. Simulation, wo ich auch wirklich Nächte mit verbracht habe, ist Silent Service 2. Stimmt, genau, habe ich gar nicht erwähnt. Also ja, also auch U-Boot-Simulation bin ich ganz großer Fan. Insoweit, dass ich jetzt sogar ein eigenes VR-Spiel entwickelt habe, so mehr so aus Gag heraus und das irgendwann auch mal weiterentwickeln wollte. Ich habe mir so ein Periskop gebaut, so ein, ja, mehr so ein, nicht von oben runter kommt, sondern also als Hardware, sondern als, es steht halt auf dem Stativ oder auf dem Monopod und da habe ich dann so eine VR-Brille, so eine Cardboard-Brille, damals noch mit dem Handy geklebt mit ein paar Dosen und einer Pringles-Packung und dann hatte ich so ein Mini-Periskop, da bin ich dann da auf den Messen rumgelaufen. Und das war mal schon eine Gaudi und die Software habe ich auch dafür mit in Unity entwickelt. So ein kleines, ja, um sich herumschauen und Torpedos abfeuern. Ne? Also nichts Großartiges, aber auch da auch Automaten, diese Retro-Automaten, die es bei den Retro-Nerds und in Zwolle im Computerspiele-Museum gibt. Also da bin ich mal ein großer Fan von diesem Thema. Aber auch genau Silent Service. 1 und 2 und auch ja, es gibt noch Harpoon und 688 Tech Sub und ja, also da gab es ja einiges auch hier USS Sean Young, wie es heißt, habe ich jetzt gesehen, ist immer noch sehr teuer. Die erste Version teurer als die zweite, habe ich auch damals gespielt. Also Schiffssimulation, U-Boot-Simulation, Fliegen, ja, waren schöne Zeiten auf jeden Fall. Du scheinst ja nur ein Tastaturnutzer zu sein, beruflich. Ich arbeite mit euch zusammen, allerdings kümmere mich darum, dass ihr Strom kriegt. Ich bastel an den Hochspannungsmasten und an den Kabeln und Isolatoren. Das ist mein Metier. Ja, da habe ich auch großen Respekt vor. Ich versuche immer noch, ich löte ab und zu mal, aber oder fummel auch ein bisschen rum an so bisschen an Hardware, aber ja, ich bin eher so der Software-Typ, aber basteln mag ich auch ganz gerne, aber es ist halt immer nicht so ganz einfach manchmal. Ich meine, bei mir ist es nicht passt, bei mir ist es wirklich beruflich. Ich habe auch so, wie heißt der hier, M40-Schrauben habe ich auch, die ich anziehen muss. Okay. Mit 1200 Newtonmeter und sowas. Aber die sind nur ganz selten. Mehr so M20er-Schrauben. Okay. Also nicht so richtig was fein und löten brauchen wir nicht. Da wird es halt geschraubt und mit Stromklemmen und sowas wird alles schon gebastelt. Okay, Aber verstehe. ist ihr Strom, dann freuen wir uns alle. Auf jeden Fall, ohne das gar nichts, das ist richtig, ja. Also, das kommt gleich nach, also ist, denke ich mal, wichtig und dann super wichtig und gleich danach kommt Internet, ne? So gesehen. Dass man dann eine stabile Internetverbindung hat, auch entsprechend schnell ist, wenn man vor allen Dingen gegen Ja. Spiele jetzt vor allen Dingen Multiplayer, früher war alles LAN, da war es egal, aber heutzutage ist ja alles, geht alles über das große Internet. Ja, dieses früher kenne ich nicht, das ist noch lange vor meiner Zeit, aber ja, manchmal tauschen wir auch die Top-Lines, die eigentlich als Nizza-Blätter gedacht sind, tauschen wir aus mit LWLs, damit ihr dann auch über Land schön die Schnurrbanden habt, die etwas höheren Datenraten. Mein Dorf hier ist in Sachsen-Anhalt ziemlich ab vom Schuss. Wir haben zwar seit über einem Jahr, also über 2 Jahre schon, haben wir LWL-Anschluss und ja, bei Rückenwind habe ich dann maximal 2 Megabit pro Sekunde. Und das ist auch nicht ganz stabil. Also manchmal bin ich einfach nur weg. Also nicht mal YouTube kann man hier so richtig durchknattern. Also wenn ich
Wenn ich mal weg bin, liegt es am Internet. Schade. Ja, stimmt. Ja, da bin ich beim Thema eigentlich raus. Ich bin dann eher, genau, ich bin dann auf darauf angewiesen, dass Leute, die haben die Erfahrung und das Wissen haben, da entsprechend reparieren oder Anpassungen vornehmen. Gut, dein Thema, hast du irgendwas einzubringen oder willst du lieber warten, bis noch andere Leute kommen? Christian, bist du noch da? Hörst du uns? Ja, ich höre euch. Ah, alles klar. Hast du noch irgendwas zu sagen? Na, zu dem Thema kann ich gerade nicht viel beitragen. Ich dachte mir auch, genau. Was hast du ein schönes oder was möchtest du denn gerne uns mitteilen oder irgendwas, was hast du denn so Schönes gemacht die Woche? Ich bin hier gerade nebenbei noch Sachen am Machen und höre euch quasi nur zu, weil ich hatte heute ein neues Handy bekommen, das richte ich hier gerade ein. Bin jetzt nach 3-wöchiger Pause auch mal wieder da. Ich war im Urlaub, im Wohlverdienten, konnte die Zeit aber auch dort nutzen, um ein wenig zu spielen. Aber frag mich nicht was. Ich habe ein Handheld voller Spiele mitgehabt und bei vielen weiß ich auf Anhieb den Namen gar nicht. Kein Problem. Hauptsache Spaß gehabt. Ja, das auf jeden Fall. Genau. Erholung und Spaß. Ich meine, was braucht man mehr, ne? Ja, so soll es sein. Genau, genau. Was eigentlich mit Patrick? Der ist zwar online, aber der nimmt nur auf heute, oder wie? Ja, ich vermute, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, dass der so erschöpft ist von dem Event heute. Ich glaube, das, soweit ich weiß, beginnt oder begann heute die Polaris in Hamburg. Ah ja, ich höre davon. Wer die kennt, die gibt es ja auch noch nicht so lang, aber genau, die findet immer so, oder was heißt immer, also jetzt, was ich so gehört habe, Freitag, Samstag, Sonntag statt. Deswegen sind sie wahrscheinlich super platt und freuen sich, wenn sie morgen einigermaßen erholt wieder vor Ort sind. War ja bei der Amiga-Messe letzte Woche genauso, da waren wir auch Freitag, oder da waren die Freitag am Aufbau und ich ja auch mit meinem kleinen Tisch da, die hat natürlich ein bisschen mehr, einen größeren Tisch und haben da ihre Box-Games ausgestellt und zum Verkauf angeboten, plus dann den auch ein Amiga 500 mit Bomberman für 4/5 Spieler, wenn man das Keyboard mitzählt. Und natürlich den haben die Leute auch bespaßt mit dem mit den Ansagen und teilweise auch den Diskussionen und im Panel und so weiter, ne? Also die hatten ja dann den Stage gehabt da und haben dann mit die ganzen wie kann man sagen, ja, also die ganze fällt mir gerade nicht den Namen nicht ein, aber dass sie dann wirklich die ganzen Gäste dort eingeladen haben, hochzukommen, über ihre Themen zu sprechen, ne? Oder das war schon ganz interessant, natürlich auch sehr anstrengend. Genau, deswegen war ja letztes Mal auch, waren wir und inklusive meiner Wenigkeit ja auch nicht dabei. Und irgendwie scheint das ja alles Schlag auf Schlag zu gehen. Also ich erhole mich immer noch von der Amiga-Messe und jetzt findet schon die Polaris statt, wahrscheinlich auch nicht schaffen werde, beziehungsweise die nicht schaffen werde, weil ich mich noch von letzter Woche erhole. Und die Jungs sind natürlich immer auf Achse, ne? War von euch denn jemand bei Saturn in Hamburg am verkaufsoffenen Sonntag vor 2 Wochen? Ja, ich schon. Ich bin extra aus Hannover angereist, weil ich war nur neugierig, glaube ich, mal zu sehen, wie das so läuft. Decathlon Saturn zu sehen, ist ja an sich schon eine Seltenheit. Und um die Jungs auch ein bisschen zu unterstützen, ja. Aber es war auch gut besucht. Also wenn das die Frage war. Also, echt? Also ja, ich hab ja keine, also wir hatten ja, glaube ich, alle keine Erfahrungswert. Das war das erste Mal, dass es stattgefunden hat. Und dafür, dass es natürlich ein Sonntag war, waren doch relativ viele Leute da und dann haben sich auch viele relativ schnell überreden lassen, da mitzumachen, ja, sage ich mal so. Es war immer, am Schluss wurde es richtig voll. Also sie hatten ja 3 Stationen, glaube ich, und die waren immer alle gut. Also es waren ja 4 Spieler pro Station. Also Station meine ich jetzt C64, ja. Und das war schon cool. Also
das so zu sehen, dass dann die Leute wirklich so ganz alte Retro-Spiele gespielt haben und Decathlon war ja oder ist eben nach wie vor das beste Beispiel und das beste Spiel für solche Themen, ja. Also, dass die Leute relativ schnell reinkommen, man muss ihnen nicht großartig was erklären, können sofort loslegen und auch haben auch das Gefühl, dass sie dann schnell zum Erfolg, also dann Erfolg haben oder auch weiterkommen, ja. Also das ist eines der Spiele, die das alles bietet, weil ja immer auch Leute fragen, warum das Spiel und warum nicht Summer Games, Winter Games oder ähnliches, ja. Also all das sind natürlich Argumente, aber da kommt auch immer von Patrick gleich, ja, aber alles schon versucht und ist halt nicht von, vielleicht hat man die Erinnerungen damals als Kind oder Jugendlicher, dass das alles so, ja, so einfach war. Aber man hat sich doch trotzdem reinfummeln müssen in diese ich sag mal, Winter, Summer oder sonstige Games, ja, oder auch California Games oder sowas. Und das sind nicht so diese einfachen Spiele, die man mal sofort irgendwie die man auf der Straße buchstäblich trifft, mal in einer halben Minute erklären kann, ja. Deswegen, aber das war deswegen umso imposanter, dass da auch wirklich viele Leute halt mitgemacht haben, auch viel Erfolg dabei war, auch die Leute aus Patricks Sicht sogar zu gut waren oder besser waren, als er dachte. Deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Auch am Schluss mussten wir das dann, also konnten wir sozusagen die Entscheidung nicht treffen, wenn ich es richtig verstanden habe, weil er da die Zeit nicht mehr ausgereicht hat. Und das haben wir dann nochmal in den Retro-Spiele-Club nochmal verlegt, ja, das ganze Thema. Weil das dann dort nochmal das ausgefochten wurde, das Finale. Ich hoffe mal, dass es auch den erwünschten Werbeeffekt am Ende hatte für die Location und nicht einfach nur eine tolle Veranstaltung, ohne dass es dann, sag ich mal, ein bisschen was auch nach sich zieht. Genau, also doch, ich glaube, es gab dann einige, die dann dort wirklich dazugekommen sind. Also der eine der, oder die Finalisten sozusagen, waren ja auch da. Und ich glaube, da haben irgendwer hat auch wen mitgebracht oder so. Also ein paar Sachen haben sich wohl doch schon dadurch ergeben. Aber natürlich müssen wir mal abwarten, und was ist auch mal schwierig, da das zu messen, ne? Wer dann wirklich mal jetzt wann kommt, aber oder vorbeikommt und wo es bucht, aber das kann man dann wahrscheinlich nur über einen gewissen Zeitraum sagen. Aber das hoffe ich auch, dass das, und das war ja dann auch die Intention, weil die Jungs haben nichts dafür bekommen, die haben das ja so wieder mal in ihrer sogenannten Freizeit gemacht, ja. Und das ist ja alles Leidenschaft und das will ich, also nur, will ich den nur, ja, wie soll ich sagen, also ich gönne ihnen das auf jeden Fall und hoffe das auch, weil ich unterstütze den Laden ja auch schon seit einer gewissen Zeit, nicht nur mit meinen Besuchen hier, sondern auch finanziell in einer gewissen Art und Form. Und will das natürlich auch, dass der Laden nach wie vor weiter besteht, solange es geht, weil das ist, wir haben ja auch, glaube ich, einen Auftrag, wir alle, die aus diese Retro-Spiele spielen, auch wenn es inoffiziell ist, aber das ist ja so ein Lehrauftrag, sage ich mal, den wir haben, an die jüngeren Generationen das weiterzugeben. Und mir wird schon Angst und Bange, wenn ich jetzt schon diese Nostalgie habe und das wieder alles, diese Trigger hatte von der letzten Amiga-Messe, welche Spiele ich gespielt habe und wie toll das alles war und wie soll man sowas jemandem erklären, der jetzt alles Mögliche spielen kann, ja. Aber dann auch trotzdem mit Decathlon immer gesehen, die Leute haben, auch wenn es so ein Pixelbrei ist, sage ich mal, ja, obwohl das ja immer wieder bei den Kindern so ankommt oder die das so verstehen, dass das Pixelart ist, aber im Grunde gab es das ja in der Form nicht anders, ist das halt immer noch ein Evergreen, ne? Der bis heute gut funktioniert, wie man ja bei Saturn gesehen hat. Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Und ich war echt begeistert, dass Saturn, das ist ja angeblich weltweit größte Elektrofachgeschäft das gibt, ne? Also das fand ich schon sehr spannend. Ich war auch sehr verblüfft, das war ja wirklich, das sind ja 5 oder 6 Stockwerke gewesen und so viel habe ich noch nie gesehen an Elektrozeugs auf so vielen Ebenen, ja. Und das, obwohl ich auch in Japan mal war, aber das gab es wohl in der Form nicht so. Also zumindest nicht zusammenhängend aus, sag ich mal, aus einem Geschäft, ja, unter einem Namen.
sind irgendwie zwei rausgeflogen. Ich weiß gar nicht, ob ich hoffe nicht, dass es an dem Thema lag. Bist du noch da, Christian? Ja, ja, lass dir erst mal erzählen. Ich rede dir da nicht rein. Nee, gut, manchmal tendiere ich dazu, Monologe zu führen und das ist eigentlich gar nicht meine Intention, aber ich wollte die Frage halt so gut und ausführlich beantworten, wie es geht. Ne? Aber jetzt ist halt der Kollege gerade raus. Ich weiß nicht, ob der technische Probleme hat, weil unterhält sich ja gern mit Leuten über alle möglichen Themen. Und deswegen machen wir es ja im Stammtisch auch ganz gerne. Genau. Warst du da schon mal in dem Saturn? Generell? Da ich eigentlich jemand bin, der mehr vor Ort shoppt, als irgendwie alles nur online zu machen, war ich natürlich da auch schon. Es ist quasi, wenn es um Elektronik geht und ich kaufe immer noch sehr viel CDs und so, wo ich eigentlich immer gerne hingehe und auch wirklich gut beraten werde. Also, sag ich mal, zu 90%. Das ist spannend, ja. Ja, ist mir auch aufgefallen. Also es war wirklich auch jetzt außerhalb der Games-Abteilung natürlich einen größeren Lego-Bereich, aber auch CDs, Schallplatten, also relativ großen Musikbereich, Film natürlich auch. Und wo ich ja sehr erstaunt drüber war, ist, dass die auch einen sehr großen, ausführlichen Anime-Bereich hatten. Also wer Anime, Filme mag oder Serien. Also da hätte ich mich ja, also ich musste da auch weg. Ich habe nur Fotos gemacht, bin gleich schnell weg. Ich habe aber trotzdem, glaube ich, irgendwas habe ich gefunden, was ich dann auch nochmal mitgenommen habe. Aber da wäre ich arm geworden, wenn ich da mal zugeschlagen hätte. Also unglaublich, also was, dass die das sich noch Aufwand machen, weil viele, ich bin ja jetzt auch häufiger in diesen Saturn Media Markt auch in anderen Städten und schaue mir das auch an, aber so große Auswahl habe ich bisher noch nicht erlebt. Ja, das stimmt. Deswegen auch schön, dass wenn man noch beraten wird an der Stelle. Ich meine, die Themen, die ich kenne, da brauche ich eigentlich meistens keine Beratung, aber es ist auch schön, wenn man mal Leute hat, die einen da auch dementsprechend beraten und auch überhaupt noch welche da sind. Es ist ja auch nicht immer gegeben, dass da Personal da ist. Was ist dann so deine Musik oder grob deine Musikrichtung, wenn man das überhaupt sagen kann? Also viel irgendwas, was in irgendeiner Weise elektronisch ist, sage ich mal. Da bin ich aber auch recht breit aufgestellt. Dadurch, dass ich aber auch als DJ arbeite, muss ich natürlich auch viel Pop und Charts und Radiomusik und so ein Kram hören, einfach um da am Ball zu bleiben. Aber privat sehr viel aus dem Elektro und auch sehr, sehr, sehr viel 90er. Also ich bin absolutes Kind der 90er. Und schrecke da aber auch vor diesen ganzen Eurodance-Geschichten nicht zurück, die hier im Stammtisch ja auch schon sehr häufig diskutiert und kritisiert wurden. Aber da höre ich drüber hinweg, da schalte ich auf Durchzug, weil ich für mich war es Kindheit pur und im Gegensatz zu vielen anderen in meinem Alter finde ich es auch heute nicht peinlich und distanziere mich da auch nicht, was viele ja leider machen. Ja, also ich bin da jetzt auch nicht so kritisch, was das Thema angeht. Bin ja auch in den 80er, 90ern groß geworden und ist auch ein Thema. Also ich höre immer noch, wenn ich Marky Mark höre oder so, ja, und die Funky Bunch immer noch gerne. Also das ist ja auch so gewissermaßen auch diese Richtung damals und da gibt es auch Leute, die sich dafür fremdschämen, aber ich finde, das ist auch so, es ist Teil von Marky Mark, das ist Teil von Mark Wahlberg, wie er ja auch heißt, ja, und finde das auch immer so amüsant, dass der ja damals gerappt hat und dass er dann auch mit den anderen Leuten in Europa dann da auch groß rausgekommen ist und bekannt wurde und dann aber auch schauspielerisch und auch produzententechnisch da nach wie vor auch heute sehr bekannt ist, ne? Also nur ein Thema, ja, angeschnitten, aber klar, da gibt es noch ganz andere, aber bin ja auch deswegen Elektronik und so finde ich auch toll. Natürlich auch die ganzen alten, sage ich mal, C64 oder auch C116 Sachen und Amiga natürlich auch, also bis hin zu den ganzen Elektro-Musikstücken da, was es alles gab in den 80ern. Deswegen, ja, also
bin da kritikfrei, was das Thema angeht und feiere das immer noch. Es gibt ja auch mittlerweile einen Radiosender, es gab ja den 80s Radiosender, den ich entdeckt hatte. Und mittlerweile ist das ja auch sind ja so populär geworden, dass und einige Leute wahrscheinlich auch gesagt haben, hey, spielt doch mal die 90er, aber das würde ja nicht zum 80s passen. Deswegen haben sie einen zweiten aufgesetzt. Und zwar nennt man sich dann natürlich ja, logischerweise 90s, ja. Und da kann man natürlich auch schön reinhören. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es ein sehr themenorientierter Sender ist, aber an dem können sich viele andere Stationen mal echt gutes Beispiel nehmen. Die haben nämlich eine sehr breit gefächerte Rotation. Also ich höre den auch sehr gerne. Und du hast da aber auch das Phänomen, wenn du den so mehrere Stunden hörst, da wiederholt sich nicht so viel. Also im Gegensatz, wenn ich jetzt hier NDR 2 höre oder so, da habe ich spätestens nach 4 Stunden, wenn überhaupt, wenn das mal reicht, die ersten Wiederholungen. Und das habe ich da überhaupt nicht. Also das finde ich sehr spannend, obwohl es das gleiche Format ist, so von der Aufmachung her. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Auf jeden Fall. Das war lustig, wenn man zwischen 80s und 90s wechselt. Was sehr häufig auftaucht, sind Lieder von Depeche Mode. Aber das liegt einfach daran, dass die Gruppe bis heute immer noch Musik macht. Und da gibt es ja auch so die Insights, Background-Geschichten, finde ich auch immer so toll. Die kann man sich auch auf der App, die es dafür gibt, oder auch wahrscheinlich auf der Webseite dann nochmal anhören. Dass diese ganzen, dass sich auch die Zeit nehmen. Also ich finde das toll, dass die nicht nur einfach Musik abspielen, sondern davor auch teilweise so Background-Informationen zu der Gruppe oder dem Sänger liefern und die man sich aber dann auch nochmal, wie gesagt, in seiner eigenen Zeit nochmal oder auch teilweise haben die auch mehrere Teile dazu, auch jetzt zu George Michael und Co., ja, also auch David Bowie, glaube ich, und so weiter. Also das ist der Hammer, ja, also was die da abliefern, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, aber es liefert mehr ab als jetzt normale Radiosender, würde ich mal sagen, in der Form. Ja. Also zumindest, vielleicht liegt es auch daran, dass es ja auch von so spannend ist für viele, die 80s und 90s sind halt auch nach wie vor Themen, die ja für alle noch in unserem Alter, sage ich mal, relevant sind, ja, oder unserem groben Alter. Und selbst die Jugendlichen finden das ja auch, sagen das ja teilweise auch, dass die 80er da wirklich sehr durchwachsen waren und sehr viele schöne Lieder entstanden sind, ja, unter anderem die sag mal, viele, auch wieder Diskussionen darüber laufen, dass das heutzutage nicht mehr so der Fall ist, ja, das ist, kann ich jetzt nicht hier bestätigen oder dementieren. Es muss jeder, das ist dann der andere, auch andere Zeiten, aber das war halt so, ne, in den 80ern. Und vieles gibt es, es gibt auch viele Remixe und Cover von 80er, 90er Jahren. Ne? Genau. So, fällt dir noch ein spezielles Thema ein, was du da in Saturn die damals geholt hattest? Und hallo, Jungwolle zurück. Jo, genau. Ich hatte gerade einen Abbruch, einen Netzabbruch. Also, der Abbruch hat dir aber gut getan. Jetzt versteht man deine Stimme auch wieder besser. Stimmt. Nein. Ja, doof bleibt doof. Nee, alles gut. Aber dieses ewige Aufgießen wieder, das ermüdet mich jetzt. Bei der Musik ermüdet mich das sehr und bei den Filmen. Das ist wirklich... Nichts Neues kommt. Absolut nichts Neues. Lustigerweise, beim Film stört es mich mehr als bei der Musik. Vielleicht aber auch, weil ich beim Film aber das Gefühl habe, wenn sie alte Themen oder alte Geschichten nochmal neu aufgreifen, dass es halt immer an zeitgenössische angepasst werden muss. Gut, das ist einerseits ja nicht verkehrt und auch nicht schlimm, will ich nicht sagen, aber es muss dann immer in sämtlichen Belangen irgendwie politisch korrekt sein und Figuren müssen angepasst werden und was weiß ich. Also mein Paradebeispiel ist, der ist zwar schon 10 Jahre alt, aber die Neuverfilmung von Robocop damals. Und der kam ja zu einer Zeit raus, wo das mit Edward Snowden und WikiLeaks so populär war. Und das hat man auch in diesem Film gemerkt. Sie mussten unbedingt im allerletzten Satz noch irgendwo das Wort Whistleblower unterbringen, weil das gerade in aller Munde und in allen Nachrichten vorkommt. Und da habe ich mir auch gedacht, auch Kinders, das hätte auch einfach sein lassen können.
Also Robocop von 87, den kenne ich. Der, ja gut, das ist nicht unbedingt bahnbrechend oder so ja, maximal gewaltverherrlichend und sowas, sondern den fand ich politisch ansprechend, also Kritik, politische Kritik, wunderbar. Und jetzt habe ich einen Faden verloren, machen wir weiter. Meinst du den Robocop von Christian, du meintest den neuen oder den alten? Ja, den neuen. Den neuen jetzt, ja, genau. 2000 irgendwas kam der raus, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau wann. Das ist ja so ein Remake von dem alten aus den 80ern, ne? Ja, ja. Aber sie haben auch nur den einen, also den ersten Teil nur aufgelegt. Anscheinend lief der nicht gut, sodass sie von den letzten Teilen dann die Finger gelassen haben. Genau, der kam 2014 raus. Wie was von ihr hört? Fand den nur interessant, weil der bei Gary Oldman und Michael Keaton mitgespielt haben und Joel Kinnear oder Kinnaman. Das kann ich wieder ausgesprochen, wenn ich ehrlich bin, aber der war relativ noch nicht so bekannt, glaube ich, ne? Und der ist jetzt einigermaßen bekannt geworden, ja auch durch Robocop, also zumindest bei mir jetzt. Kann ja sein, dass andere sagen, nee, die kannte ich schon viel früher. Aber der ist ja dann auch jetzt durch die Serie For All Mankind, ist ja auch wieder in den, sind da drei Staffeln, aber ich glaube, die vierte soll jetzt auch dieses Jahr noch kommen. Auch eine spannende Sci-Fi-Reihe, wenn man so will, mit dem alternativen Universum, wie damals angeblich, dann ist das angeblich, aber in dem alternativen Universum haben halt die Sowjets den Mond erobert, waren die ersten auf dem Mond, haben den ersten Mann auf dem Mond landen lassen und die Amerikaner mussten dann immer wieder nachziehen und dadurch ist dieser Space Race nie wirklich zu Ende gegangen und bis hin zum Mond und zum Mars und Mond- und Marsbasen und so weiter aufgebaut wurden, bevor wir überhaupt jetzt unsere Zeitleiste in der Form erreicht haben. Also finde ich nur spannend, was so eine Was-wäre-wenn-Story. Und da spielt er ja auch eine große Rolle. Deswegen kenne ich den, wenn ich an Robocop, die Neuverfilmung denke ich immer an den Joel. Genau. Aber ja, den alten kennt man ja auch gut durch die ganzen alten Videospiele, ne? Also ich weiß gar nicht, ob es von der Neuverfilmung ein Videospiel gab, aber von den Robocop 1, 2 und 3, ich weiß ganz genau, weil ich mir Robocop 3D nämlich für ein Amiga gekauft habe auf der Amiga-Messe, kam ich nicht drum rum. Und das habe ich damals ja auch gespielt. Deswegen, mit Robocop verbinde ich einiges auch, wie gesagt, nicht nur den Film, sondern auch die Spiele. Michael Keaton war der, ich hatte Batman. Genau, direkt, das war der erste direkt, Batman. Ja, direkt nachdem die Grenze aufgegangen ist, das war der erste Film, den ich im Westkino gesehen habe. Ja, cool. Und nicht der schlechteste Film, würde ich sagen, ne? Oder was ist da deine Meinung dazu? Ja, gut. Wesentlich besser als Shark's Revenge. Ja, okay. War ja auch noch einer der Filme, wenn man jetzt mal die anderen Batman-Teile, die dann später rauskamen, bis dato vergleicht, ist das ja so ein Tim Burton-Film, ne? Also auch wieder so dunkel und so. Das merkt man ja bei den Tim Burton-Filmen mal so ein bisschen, dass er so seinen Stempel da aufdrückt im Ganzen. Bist du ja, Batman-Fan oder DC oder Marvel oder wie sieht es da bei dir aus in dem Thema? Ich fühle mich jetzt mal angesprochen zu einer Zeit, wo ich so Teenager war, da habe ich dann durch eine Arbeit, durch einen Schulkameraden, habe ich ein Heft von der Gruppe X mal gehabt oder mal lesen können und eins von den Fantastischen Vieren. Mehr gab es nicht in meinem Umfeld und da fand ich Gruppe X fand ich besser. Und mit diesen Avengers und sowas. Ich habe bis heute es noch nicht geschafft, Endgame mir anzugucken. Infinite War habe ich, glaube ich, bin ich mindestens einmal eingeschlafen oder zweimal, bei zwei Versuchen. Zu viel Schnick und zu viel Schnack ist für mich nicht so mein Ding. Ich lieber in ein psychologisches Spiel zwischen zwei Persönchen oder Filme, die vollkommen Fantasy sind, wie zum Beispiel Die fabelhafte Welt der Amelie. Okay, ja. Mal den. Kann ich auch irgendwo, ja. Transformers kannst du mich wirklich, da laufe ich weg. Brauche ich echt nicht. Viel hilft nicht viel. Ja, ich bin da so ein bisschen breiter aufgestellt. Also bei mir sind es
Ja, die Popcorn-Kinofilme sowohl als auch, also ich muss ja ein Transformers-Fan sein wegen den Robotern, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, ich verstehe auch, dass das natürlich nicht so von der Tiefe her nicht so sind. Also nicht so den sag ich mal, vielleicht Amelie habe ich noch gar nicht gesehen. Also die Farbe auf der Welt der Amelie habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe mir mal gerade aufgerufen. Aber ich schaue auch ganz gerne so tiefer greifende Filme oder auch vielschichtigere Filme. Also bin ein großer Fan auch so wie Pulp Fiction zum Beispiel, fand ich ganz toll gemacht. Ne? Ganz anders gemacht oder Memento. Oder Rumblefish ist auch ein etwas unterschätzter Film, finde ich. Und wie heißt der? Rumblefish mit Mickey Rourke und Matt Dillon und so weiter. Der ist schwarz-weiß, nur ein paar Kampffische sind da in bunt. Ein sehr ruhiger Film, aber ja, besser als das Buch. Okay, gut zu wissen, ja. Aus dem Jahre 84 möchte ich meinen. Also noch lang vor diesen, da waren die alle noch keine A-Stars. Ja, genau. Also 83 kam der wohl raus, aber 84 wahrscheinlich dann nach Deutschland oder so. Das ist ja meistens ein Jahr oder so. Francis Ford Coppola. Genau. Ein Coppola-Film. Der war ein Freund von George Lucas und meinte, als er die erste Vorfassung von Star Wars A New Hope gesehen hatte, also in der jetzigen Zeit der vierte Teil, aber damals war es ja der erste, den man kannte, meinte er, das ist ganz cool, aber lass mal das mit der Macht weg. weil er hatte es auch nicht verstanden. Und die Frau von George Lucas meinte so, nee, das lassen wir drin, das ist cool. Naja, fand ich nur lustig. Also man muss nicht, ne, manchmal, wenn andere Leute, auch gute Freunde, nicht verstehen, worum es geht, heißt es nicht lange nicht, dass man Feedback annehmen muss unbedingt. Ne? Aber ja, der war ja auch sehr groß in der Zeit. Mickey Rourke hat ja dann am Schluss auch nochmal in Iron Man 2 mitgespielt. Fand ich auch nur lustig. Naja. Also beim Wrestler, da war er wirklich gut, aber bei den meisten anderen Sachen, da hat er bloß noch seine zerkloppte Fresse gesehen. Also der war ja nun nebenbei noch Boxer zwischen den ganzen Filmen. Hat sich die Fresse richtig zusammenbeulen lassen. Und bei den Expendables und sowas war er ja auch mindestens einmal zu sehen. Okay. Und das, ich glaube, bei 2 und 3 möchte ich meinen. Und nee, das braucht man sich echt nicht antun. Johnny war mal der Hübsche. Bei 9,5 Wochen oder... ja, bei anderen Filmen auch. Also da war ja auch ein guter Darsteller und da sah auch einfach gut aus. Aber ist jetzt bloß noch eine lächerliche Schablone. Ja, schade, ne? Also stimmt, für Expendables hat er auch mitgespielt. Hast recht, auch Immortals fällt mir gerade noch ein, der auch mal mitgespielt. Wie das kam, wundere ich mich nur, dass man dann die Karriere, ne, so ein wechselt oder ich weiß gar nicht, was das war, aber dass er dann sagt, ich will jetzt hier Boxer werden. Ich habe mir vor 30 Jahren mal eine Kurzbiografie mal über den mal reingezogen. Der war da immer schon interessiert dran, aber hat er jetzt so ein bisschen Geld gehabt und dann mache ich halt, was ich will. Und hat es im Nachhinein auch wieder geschafft, sich da in die Darsteller Region wieder reinzubringen. Ja, zumindest hat er nochmal die Kurve gekratzt, sagen wir mal so. Ne? Und hallo, Neuzugang Ito. Hi. Moin, Olli. Wir unterhalten uns nur über Mickey, Rogue und so. Aha. Ja. Ich bin gewiss abgeschweift, aber ja, auch interessant. Aber über Mickey Rogue können wir doch zu Kim Basinger gehen. Und ihr Strip in 9,5 Wochen ist doch der Hammer. Ich habe nur die letzte. War nicht ihre erste Rolle, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber in dem Bond-Film mit Roger Moore, nicht Roger Moore, Entschuldigung, Sean Connery. Das ist ja auch was Falsches als Bond-Fan. Weiß das jemand, oder? Die war danach mal bestimmt noch ein bisschen tätig. Also ja, die hat einige Filme gemacht. Ich weiß nicht, ob das eine ihrer ersten Rollen war, weil wir gerade bei ihr sind. Also ich bin nicht wirklich bewandert in irgendwelchen Historien von Schauspielern, normalerweise. Kein Problem. Mir bleibt auch nur dieser Film von Bond so im Gedächtnis, weil da erstens auch der Bösewicht ist ja auch es spielt ein Deutscher wieder mal, also nicht wieder, aber es gibt ja einige. Aber
Gerd Fröbe wieder mal? Nee, das andere war Sag niemals nie. Aber der war kein, das, der war, glaube ich, nicht irgendwie in der regulären Reihe. Richtig, das war irgendwie drumherum sozusagen um die offiziellen Brokkolis, glaube ich. Der Deutsche war, meine ich, Klaus-Maria Brandauer. Genau, der Brandauer war es, richtig, genau, sehr gut. Und das Coolste fand ich in dem Film, und ich glaube, das ist jedem Gedächtnis, die Szene, wo der Eingang oder diese große Halle mit den ganzen Videospielen, diesen Arkaden, und da spielen ja auch Centipede und so weiter, und am Schluss dieses holographische Spiel, wo die ja um die Weltherrschaft spielen mit diesen Raketen, die dann, und die halten ja, die haben ja diese zwei Joysticks, und wenn die mehr und mehr Treffer abkassieren, dann kriegen ja diese Stromschläge ab, wo ja der arme Sean Connery da einmal dann ja, oder der Bond dann natürlich dann ja einmal am Anfang zumindest das Spiel noch nicht verstanden, und dann fliegt er ja vom Stuhl am Schluss, weil er so viel Elektroschocks abbekommt und dann ja nochmal spielt und dann natürlich dann das Ganze nochmal, das Ganze dreht. Aber ich finde einfach diese holographische Darstellung so cool schon damals für die, als Special Effect an sich. Und ich überlege immer noch, wie ich das in meine Videospiele mit einbringe oder so ein System baue, wo man mal so ein Hologrammspiel spielen kann in der Form. Ich finde das so toll nach wie vor. Also das zum Thema Kim Basinger und wo mich dann die Reise mal hinführt, wenn ich da über diese Gedanken nachdenke. Aber ja. Irgendwo in nicht eher bei Videospielen am Schluss, weiß nicht warum. Genau, aber wir hätten einen guten Filmtipp bekommen, gerade noch, bevor du dazugekommen bist. Was ist da wer? Rumblefish, auch mit Mickey Rourke aus dem Jahre 83, 1983, war gerade eine Empfehlung von Jungwolle. Ich weiß nicht, ob ich den jemals gesehen habe, kann ich nicht sagen. So ein Schwarz-Weiß-Film meintest du, ne? Und von Francis Ford Coppola. Genau. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, aber das ist ein guter Geheimtipp hier, den man mal mit aufnehmen kann. Ich habe mal im dritten Programm irgendwann mal Fernsehen gesehen und der hat mich als Teenager wirklich weggeblasen und dann habe ich das Buch später gelesen und ja, DVD habe ich auch, alles gut. Sehr gut, wir waren vorhin auch noch beim Thema, davor waren wir beim Thema Robocop und da gab es auch einige, und natürlich Batman noch mal kurz, aber Robocop gab es ja auch einige Teile damals in den 80ern, 90ern eventuell. Ich kann nicht, wann die rauskommen. Es gab ja 1, 2 und 3D, ne? Habt ihr die damals gespielt? Der dritte war der in 3D, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ich weiß nur, dass der dritte grottenschlecht war. Der zweite war schon nicht so doll. Das, Also 3D hieß ja, glaube ich, aber es war ja im Grunde nur ein First-Person. Shooter, ne? Im Vergleich zu. Achso, du meinst 3D. Das Spiel. Das Spiel jetzt, Spiel. Ja. Entschuldigung. Nee, also es gibt mehrere Teile von Robocop 3, der hieß nicht 3D. Das war nur ein 3D-Spiel von DID für 16-Bit-Heimcomputer. Die 8-Bit-Versionen waren übrigens mehr so Fadenkreuz-Gallery-Shooter. Genau, den meine ich, hatte ich mir nämlich jetzt auf der Amiga-Messe letzte Wochenende besorgt. Den hatte ich noch gut in Erinnerung, als ich den damals gespielt hatte. Nee, der hieß gar nicht Robocop 3D, der hieß nur Robocop 3. Ich verwechsel das mit Terminator 3D. Entschuldigung, das ist wieder was ganz anderes. Ja, stimmt. Aber den Teil, es gab dann den Kinofilm zum, oder gab es einen Kinofilm zum dritten? Oh ja. Und du hast nichts verpasst, wenn du ihn nicht gesehen hast. Ich überlege gerade, irgendwas klingelt da. Aber ich glaube, mein Gehirn weigert sich auch, das wieder hervorzurufen, was da gelaufen ist. Ich meine, es gibt Schlimmeres, aber er war nicht gut. Also Robocop, der erste, der ist wohl ein richtiger Meilenstein. Und danach ging es dann ganz steil abwärts. 1994 haben sie noch eine Pilotfolge gemacht für Robocop for Law and Order. Und da gab es dann 21 Episoden dazu, aber das ist wohl tiefste Schublade, also nicht bloß die zweite. Ja, und dann gab es noch das Remake als Film. Den fand ich ganz unterhaltsam, aber da ist im Prinzip von dem, was das Original zum Kultfilm gemacht hat, nichts mehr über. Ich habe mir das nochmal nachgeschaut. Der hieß doch Robocop 3D von Ocean für Amiga. Da muss ich aber mal gucken. Oder gab es noch eine Robocop 3? Und nee. Ich muss mir aber gerade mal in die Box angucken, weil ich kann mich nicht dran entsinnen, dass das 3D hieß. Ich habe mich auch gewundert, aber ich habe die Box nämlich am Wochenende gekauft und jetzt auch nochmal bei Polyplay, wo ich das gekauft hatte, geschaut, da steht das ganz klar 3D. Das war auch so komisch. Warum heißt das 3D und nicht 3? Ich meine, ich kann mich natürlich auch täuschen, weil damals kannte ich niemanden mit dem Original. Ich muss mal schauen. Genau, also nur mal um der Korrektheit willen, aber es gab ja, glaube ich, auch drei Teile nur noch.
Also ich habe hier jetzt gerade die Box von Ocean, die Originalbox aus Great Britain. Da steht nichts mit D. Okay. Ich poste gleich nochmal die, die Version, die ich dann habe. Aber ich guck mal alle Cover, die es da gab. Ja. Obwohl, hier sind nur zwei. Und die, da ist einmal halt hier von der anderen Variante. Da steht aber auch nur Robocop 3. Es gibt eine Robocop 3 Version für, was ist das hier? Für Super Nintendo, ne? Von Ocean. Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns bei Patreon unter www.patreon.com/retrokompott oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören, dann seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de. Bis nächste Woche!